Also das ist keine Nintendo Switch. Kassettenrekorder? Oder irgend so eine Waage? Telefon? Ich glaube, das ist ein alter Plattenspieler. Und der wird dann eben da so drauf durch. Und dann läuft das normalerweise. Die ist rund. Scheibe. Und hat in der Mitte ein Loch. Eine Schallplatte. Die legt man dann da drauf und das dann da hier und dann dreht sich das und dann kommt da Musik. Welche Seite? So, das muss man gar nicht oben tun. Hä? Wo schaut man ihn ein? Da? Drehen? Ah! Das macht Sinn. Hilfe, aus! Nochmal ja sein. Und dran. Jetzt fällt so eine andere Musik auf. Ist jetzt noch mehr andere? Jetzt läuft eine andere Musik. Ja, also es sind doch mehrere Lidl umgebaut, weil es gibt verschiedene Schalter und Vorder- und Rückseite. Ich würde sagen, zwei auf der Vorderseite und auf der Rückseite. Bei da eins drauf ist und da eins. Sexy. Jetzt haben wir sieben Lidl. Drei. Heutzutage gibt es halt eben die Radios. Was ein CD-Player? Fernseher? CD? Ein Radio. CDs? Ein Tablet? Ein Handy? Ich darf jetzt mal sagen: Lustig. Also mir gefällt das schon gut. Ja. Ja. Hey, komm mal dran. Mir zahlt jetzt. Hey. Also mir gefällt das schon gut. Nur die Radios sind halt eigentlich viel praktischer. Ah, mein CD-Player, wo ich daheim hab, und der, den hab ich auch noch nie ausprobiert, so Ohren, und der zahlt mir jetzt auch ganz gut. Weil der ist einfach alt und ich finde, der schaut auch schöner aus. Das ist ja was Besonderes. Ich finde halt ein Neujahr, der ist praktischer. Wenn man da verschiedene Lieder und da muss man nicht dann immer umdrehen. Zum Mitnehmen, da darf ich ihn jetzt nicht mitnehmen, weil wo sollst du denn dann hin, wenn du den mitnehmen musst? Ja, aber wenn man noch was anderes drin hat, kann das vielleicht nicht so Platz haben. Dann nimm mal den da und dann fällt das ab. Ich wollte lieber Handy.